Die prächtige Stadt Schunkelhain in den Tiefen des Waldes Fanhorn wurde von tapferen Elfen bewohnt und bewacht. Die Tore der Stadt galten als uneinnehmbar. Noch nie war diese Stadt besiegt worden. Bis jetzt. Im Untergrund rüsteten sich die dämonischen Diener des chaotischen Bösen für eine Attacke. Ein direkter Angriff war ausgeschlossen, aber es gab weitere Gebiete im Wald, die von Nutzen sein konnten. Auf einer Lichtung tief im Fanhornwald räkelte sich eine Einhornfamilie gemütlich in der Sonne. Ihre abstoßend gute Präsenz erregte bereits Bläschenbildung auf der Zunge des chaotischen Bösen. Ihr Ableben würde nicht nur für Freude im Dungeon sorgen, sondern solch eine inspirierend bösartige Tat würde eventuell die Kreaturen zu neuen Höchstleistungen anspornen. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Was ist das, Yggdrasil? Auf einer weiteren kleinen Lichtung befand sich der Baum des Lebens, dem man nachsagte, dass sein Wohl und Wehe eng mit dem des Waldes verbunden war. Dies könnte Möglichkeiten eröffnen. Doch außer der Stadt war momentan nichts erreichbar. Das chaotische Böse würde seine Diener nach Zugängen suchen lassen müssen, ehe es sich den Einhörnern oder dem Lebensbaum zuwenden konnte. Dann legen wir direkt los. Gar nicht lange fackeln hier. Die anderen Mission hatte ich irgendwie 3 oder 4 unendliche Adern. Her damit. Gib mir Dämonen-Ims. Die da? Her damit. Da hätten wir schon Energie. Das Gold, das Gold. Jetzt kein Gold mehr. Oh, Kinder, das muss alles schneller gehen. Davon, das reicht erstmal. Was ist denn der Haupteingang da? Was ist das? Achso, Spinneneier jetzt, mein Gott. Ach, stimmt ja, das muss ich ja auch noch. Wird dann wohl. Was wie die Forschung oder sowas sein. Immer dahin gehen, was am schnellsten geht, Kinder. Ah ja, das muss ich dann auch gleich bauen. Na komm, konzentriere dich auf ein Gebiet. Auf geht's. Bin ich versucht. Einfallsreicher Name auf jeden Fall. Immerhin 1. Na los, Kinderlein. Auf wie. Ah ja, dann müssen wir uns hier reingraben. Dann sollen sie sich erstmal darauf konzentrieren. Mit Vollgas, bitte! Nein, weitermachen. Nicht aufhören. Ja, da kommen schon die ersten, siehst du mal. Hier hin machen. Eilt euch bitte.
Wollt ihr nicht? Hey, mei, mei. Irgendwas ist noch. Die erste Truppe nähert sich schon. Was ist denn das hier? Spitting? Ist ja auch nicht gerade eine gesunde Gegend hier, oder? Baptistin. Was ist das jetzt hier? Egal. Ich äußere mich mal nicht. Wisst ihr da nicht? Seid ihr das nicht? Ist das nicht euer Ding? Scheinbar nicht. Oh, nichts kann ich bauen, nichts kann ich machen. Schattenkriecher. Naja, hau mal rein. Es ist Zahltag. Ja, super. Da sind sie alle ganz schnell. Naja, wir machen den Raum halbwegs vollständig machen und dann hoffen wir mal, dass irgendjemand arbeitet hier. Sieht aber nicht so aus. Wer muss denn jetzt hier rein? Niemand. Da. Josef Gagarin kommt. Wie hieß der Josef? Ich habe keine Ahnung. Ah, wieder geschichtliches Unvermögen bewiesen. Los, Kinder, haut ab. Nein. Also die falsch stehen aus, dass sehr schnell arbeitet. Ah, auch nicht schlecht. Why not? So, ja Mann, Vollgas. Was ist Forschung und Schmiede? Die langsam, die Kinder, das ist doch nicht wahr. So entspannt arbeiten würde, wäre ich schon rausgeflogen auf Arbeit. Das kann ich euch aber verraten. Ihr verliert ja mehr, als ihr abliefert. Na komm, Kinder. Sonst peitschen sie ihn beide aus. Toll. Hätte man wohl einen Scheißjob. So, wer arbeitet jetzt da drin? Moment. Dieser Dude. Dann hau mal rein. Ah ja. Sind das kampftaugliche Kreaturen, die ich da habe? Sicher. Ich glaube, es sind ja gleich so viele Gegner, ja, der erst schon Small bekommen hat.
Und der ist schon tot. Und schon der zweite tot. Die brauchen ja gar nichts, die Viecher. Na toll, jetzt greifen die an. Ist ja ganz toll. Wie viele Sekunden habt ihr jetzt durchgehalten? Zwei? Oh mein Gott. Da ist ja noch so ein Teil drin. Ach komm. Ich hoffe, diese Dämonenvolk hat auch Kämpfe in den Kreaturen. Ja, so wird nix, Freunde. Heilt jetzt. Und ciao, Tag. Ach. Das beschissenste Wort aller Zeiten. Oh, da ist eine große Quelle, das muss ich mal noch weg. Muss ich dann speziell anwerben. Beziehungsweise umgraben, damit ich dann schnelle Produktion gewährleisten kann. Schauen wir mal, was die hier so haben. So. Muss ich dann Gold sammeln. Euch mal da drauf, dass es frei wird. Auf wie geht's? Nein, es ist geheilt. Das ist auch so eins. Ja. Nein, das nicht, aber das hier. Ja, das müssen wir so machen, Scheiße. Oh, Kate. Ein bisschen Tempo auf der Hütte. Die eifrigen Arbeiter der flammenden Legion fanden allerlei verstörende Hinweise auf nahe Zwerge. Das konnte selbstverständlich nicht sein, da es ja um die Belagerung der Elfenstadt ging. Also ignorierte das chaotische Böse diesen schlichten Hinweis. Nein, werde ich nicht. Bin ich verrückt oder was? Glaubst du, ich hab Bock auf eine Mini-Zwergen-Invasion oder was? Na, nehmen wir es. Grab das andere Ding jetzt ab. Aber wo hier war das? Was haben die gerade ausgegraben? Jetzt habe ich natürlich das weggeklickt, ich Idiot. Das hier. Ne, das habe ich gebaut. Das da. Das heißt, die Zwerge sind da oben. Okay. Merken. Alter, voll. Wo kann ich denn hier meine Truppenstärke steigern? Geht das da überhaupt? Ich brauche da wieder irgendwas für. Mit 15 Kreaturen dieser lahmarschigen Kampfkraft will ich nicht weit kommen. Die können ja gar nichts, die Jungs. Hält ihr ihn jetzt endlich mal? Danke. Okay, dann
Concentrate Fire. Klar, mit der Schatzkammer außenrum geht das ja ein bisschen schneller. So rum zwar auch nicht. Vollgas. Kann ich hier schnell hochziehen. Da schon wieder jemand ein Spinnennest gefunden. Ach, da ist eh ein gefährlicher Felsen. Dann grab das noch fix ab und auf geht's. Was tust du da wieder weg? Das läuft noch. Das ist alles erforscht. So ist es aus. Nee. Das ist bestimmt der Erforscht. Dann geht Gas, Kinders. Auf geht's. Und selber verbessern kann man ja nur damit. Halt auch an den Raumschwachkopf, ne? Hier macht doch drin, auf geht's! Hier wird nicht rumgelümmelt, hier wird gearbeitet. Ich versuche auf die Jungs anzuheizen, Vollgas, komm! Müssen wir mal ganz schnell auf Feuerkraft setzen hier. Ich würde mal sagen, dass da. Für den restlichen brauche ich das hier, das muss hoffentlich. Zahltag. Ich hoffe, dass das kämpfen kann. Vollgas. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, klar. Arbeitsgerät. Lässt sich nicht austricksen, oder? Jetzt kann ich das nicht bauen. Ja, so wird man hier verarscht. Na los, Mädels, ran ans Gold, sofort. Ja, ein paar Standardwachen, aber trotzdem. Ganz Reihenfolge. Na los, schneller. Immer mehr werden wahrscheinlich. Oder eben Sicherheit. Schön leveln, Jungs. Dann möglichst wenig Verlusten, bitte. Na doch, so da. Arbeitsgerät, ey. Weil Schwachkopf? Ja, Heilung. Du brauchst keine Heilung, Digga. Ich sollte noch mal so einbauen.
bleibt er denn? Ja, rein. Gas geben hier. Sag mir, dass du wenigstens eine kampftaugliche Einheit bist. Flaming Tate. Flaming Tate. Alles klar. Antreiben. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich holen. Was macht der eigentlich? Was machen die eigentlich, wenn die nichts erforschen? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Dauerhaft. Okay. Ah, einer mehr kann ich schaden. Ich werde, dass alle geheilt werden müssen. Das ist zumindest wichtig, das ist jetzt gar nicht mehr so schnell. Oh, das muss gemacht werden. Dass die Jungs echt mal Tempo kriegen, das geht ja so nicht weiter. Früher haben die Kreaturen mal einen Dungeon verschönert. Naja. Jetzt wird umgestanden, nutzlos, wie sie es alles sind. Was forscht, baut, handelt, braucht was, mir egal. Upsala. Jetzt geht er einfach, du sollst arbeiten, Digga. Dann nehmen wir den da halt. Baum drin. Jeder ein bisschen steigern, hä? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja. Es sind ständig irgendjemand in meinem Dungeon. Die Tonung liegt auf meinem Dungeon. Nicht eurer. Gut. Naja, abgesehen von den Toten. Zahltag. Oh, sterbt doch nicht immer so schnell. Komm. Jawoll. Brauche ich noch so eine Kammer? Geht sich anders. Platz für sowas. Ich weiß nicht, ob es gut ist, die abzubauen. Gold kriege ich ja nicht wieder, gell? Na doch. Das ist gar nicht erwartet. Möglicherweise guckt man da an die Röhre bei solchen Sachen. Da könnt ihr euch jetzt bewundern lassen. Ihr Nasen. Ja, das reicht nicht. Ah, Gold habe ich auch nicht genug. Schneise.
Ich war kurz abgelenkt. Das ist gut etwas. Handelt, baut, forscht, ist mir egal. Ah ne, das ist das andere. Das hier ist ja nur für das Unterwissen. Schleif immer Leichen durch die Gegend. Heil ihn jetzt aber auch. Ja, haut ab, du sollst ihn heilen. Auf geht's. Meine Nase, ey. Katze, was machst du da? Das ist nicht ein bisschen unbequem, was du da tust. Ja, er ist ein Idiot. Tentakelhöhlen sind wir gut, nehmen wir. Na, nicht dagegen stoßen, es macht Geräusche. Ja, Eier produzieren, ihr sollt Zeug bauen. Auf geht's. Warum passiert hier eigentlich schon wieder nichts? Ist jetzt kampftechnisch unterwegs. Ist nicht schon längst erforschen lassen. Aber noch da, ja. Na? Echt jetzt? Gebt ein bisschen Gas, Jungs. So deutlich wurden die jetzt auch nicht beschleunigt, die Herrschaften hier. Oder geht da noch was? Was haben wir da schon gemacht? Jetzt machen wir erstmal, dass hier das Thema da wegkommen, ich weiß nicht, ob man noch benutzen kann. Ja, gar nichts, Leute. Kann ich die hier auch nicht benutzen, kaum nicht. Er ist schon wieder tot, er muss langsam mal gestellt sein. Oh, macht Sinn, Jungs. Dauert alles viel zu lange. Oder im nächsten Upgrade weiter. Oh, scheiße, das ist eine große Gruppe. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schon ist die erste halbe Stunde wieder rum. Es ist Zahltag. In diesem Spiel. Ohne das davor. Weiß jemand, wo er hin will?
wei, oh wei, oh wei. Mal schnell den kleinen Wicht ausschalten. Dann werde ich mal weglassen, jetzt zu schwach sterben jetzt mal gleich. Was raschelt denn da die ganze Zeit? Sehr furchtbar. Gehen wir auf damit. Blödsinn. Ich darf mal nicht ablenken. Ist schon wieder einer tot von. Ach nee, Liegt wieder irgendjemand nutzlos in der Gegend rum. Nee. Bitte was? Natürlich nicht. Na los, kommt's. 900, ey. Na, das bringt ja nichts auf Dauer. Wir werden ja eh schon selten angegriffen. Wohl machen. Keine Ahnung. Nein, nicht da reingehe, komme ich da raus. Das nützt mir jetzt aber nicht sonderlich viel, gell? Ich habe aber auch keinen Trainingsraum für meine Kreaturen, das heißt, ach, die Schnauze, Digga. War das Steinproblem, Junge, ne? Heilung, ja. Musst du warten, bis du dran bist. Ich kann nicht noch 5 davon bauen, das ist Blödsinn. Was ist das jetzt eigentlich? Sind sie wenigstens jetzt mal beschäftigt. Läuft noch, läuft auch noch. Quatsch. Es gibt nur die eine Tür. Okay, dann langsam Räume upgraden hier. Mehr, das reichen 2. Kann die eigentlich heilen? Ja, noch einer muss ja nicht mehr sein. Das läuft hier jetzt mittlerweile alles halbwegs. Langsam weiter graben, oder? Ja, doch, muss sein. Ich kenne ja die Arbeitsmoral meiner Jungs. Ich finde es auch geil, dass man im Schatten sehen kann, wo das Gold ist. Ein paar Kreaturen des ultimativen Bösen hatten ein Lagerfeuer entfacht und zu grillen begonnen. Der Geruch von frisch gebratenem Fleisch wehte durch den Untergrund. Ich glaube, da ist wieder jemand langweilig. Er will mich wieder dezent dazu auffordern, endlich Hilfe zu machen.
Also ein Vollgas, Mädels. Ah, schon wieder so eine Bade. Ich weiß nicht. Ja doch, hau mal an. Zahltag. Muss nicht sein, passt schon. Halt, das ist falsch gesetzt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Nein. Macht erstmal weiter. Wo ist die Tür hin, die hier stand? So, die ist offen. Verrammeln wir das Ding mal, dass die Schwachsinnigen sich nicht immer da rein vereiern. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ihr da reinlauft. Ob die einfach nur verschwinden oder ob die im Dungeon woanders auftauchen. Okay, sie nehmen anfangs Schaden und dann deaktiviert die Falle sich erstmal. Okay. Diese Tür hält ja noch gar nichts aus. Das ist unglaublich mit euch. Wenn ihr nochmal so arbeiten würdet. Das sieht doch schon wieder nach einem Spinnennest aus. Ja, dann geht mal raus, dass der Trupp sich etwas bewegt. Hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Ja, doch, die müssen schon alle mitkämpfen, um aufzuleveln. Gegen die Spinnen gewinnen sie immer. Gegen die großen Gegner verkacken sie es immer. Man kann ja mal einen Blick rauswerfen. Damals zwei mit. Die beiden hier jeweils einen. Und dann schauen wir mal. Wie es hier so im Umkreis ein bisschen aussieht. Keine großen Aktionen. Ja, die Spinne zum Beispiel kann man mitnehmen. Zum Leveln. Hasen da kann man mitnehmen. Oh, scheiße, Artillerie. Weg, 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 weg. Da ist schon eine Stadtmauer. Das ist auch eine Stadtmauer. Okay, dann geht hier nichts. Das nicht gut sein. Nein! Ja, dann forscht weiter, Jungs. Wir müssen hier noch ein bisschen was erreichen.
wir schon. Graben wir uns doch mal nach da unten langsam voran. Gucken wir mal, es müsste der Baum sein da an der Ecke. Die Zwerge hocken hier ja auch noch irgendwo rum. Muss ich nach da oben gehen? Nehmen wir das gleich mal mit. Das ist schon ganz witzig, dass man eigentlich immer nur dem Gold folgen muss, um herauszufinden, wo es weitergeht. Interessant. Halt, den hier darf ich nicht vergessen. Wo ich es mir gerade leisten kann, setzen wir doch gleich mal die zweite. Das ultimative Böse hatte einen verschütteten Raum mit ein paar Helden entdeckt. Hoppla. Zart. Ein Zwerg sitzt drin. Ja, haut sie weg. Seht ihr auch Schäden an den Gegnern oder steht ihr bloß dumm rum? Oh, was haben sie jetzt wieder? Oh, nicht mal einen Gegenstand hat er verloren. Yum, 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 yum. Ach, haltet alle die Klappe, ganz ehrlich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Seid ihr nervig. Dich irgendwo gerade hier. Kann man es auch machen. Na los, Jungs. Kann nur so famegeil sein. Schlimmer als die meisten YouTuber heutzutage. Na, ja, wobei. Da brauchst du schon einiges. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. So, jetzt haben wir die Jammer auf, Kinders. Anknüpfen, sehr schön. Oh, scheiße, sind das viele. What the fuck, Alter. Na ja, gut, sie eilen ja jetzt nicht und
Kreaturen gehen noch nicht in ihre Nähe, also ist erstmal nicht so wild. Da bleibt mal weg von unten. Das kann ich mir später holen. Das ist eh der letzte Schritt vor dem Ding. Aktiv sind sie ja auch nicht. Das ist schon. Nichts erforscht und es gibt da auch nichts mehr. Gut, dann sollen sie mal nach kurz hier so voll Gas. So, geht nichts mehr. Heilen erhöhen. Mal Jungs. Arbeitet die auch was? Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ja, noch ein Spinnennest. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Ich doch nicht, als ob ich Angst vor Spinnen hätte. Ach, wie kommt ihr denn darauf? Scheiße. Nee, muss ich nicht haben, ganz ehrlich. Oh, da ist eine Bossspinne dabei, was ist los? Schon ist sehr viel tot. Na, war doch gar nicht so schwer. Reicht das als Partykeller? Oh, hier muss ich wieder die Effektivität wieder verbessern. Zahltag. Ach, geht weg. Aber die Kohle kommt wenigstens rein ordentlich. So, dann kann es hier nämlich weitergehen. Und auch hier kann es weitergehen. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Ja, das levelt meine Viecher wenigstens für die nächsten Angriffe. Dann sind die ordentlich abgemöbelt. So, müsste das Tor ja hier langsam irgendwo kommen. Was man noch nicht an. Am Ende greift mich dadurch bloß wieder irgendwelche Wichser dauerhaft an. Noch keine Lust drauf. Dann dürfte es hier das fast schon gewesen sein. Ja, nehmen wir die auch gleich mit. Ja, siehst du, wie sie schön leveln können beim Kämpfen. Na toll. Schon sind die erste wieder gestorben. Bum, 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 bum. Was habe ich denn da jetzt eigentlich erforscht? Ach, Schutzschild. Leere Schilder noch. Da kommt die nächste Gruppe schon. Schneise. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ja. Halt die Klappe, ganz ehrlich. Alter, ich bin echt zu blöd, da drauf zu drücken, oder? Ich hab doch Spinneneier. Lass sie erstmal in die Falle laufen. Das weiß ich, ich hab ja Mana. Der Heilungsdude da. Ja.
Na, siehst du, läuft doch langsam. So, die forschen hier noch. Ja. Erstmal nichts mehr. Forschen wir mal die Aufgaben der Jungs, die brauchen echt Feuerkraft langsam. Oh, Türen setzen, das soll ja auch helfen, habe ich mal gehört. Na gut, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen kacke gesetzt, aber gut, das geht jetzt nicht anders. Keine Lust, dann oben ständig angegriffen zu werden. Oh, das ist echt eine, oh, das ist echt eine fette Goldader. Ja, das brauche ich mal. Das brauchen wir auch. Ja, das musst du auch lassen. Na, geh mal nicht so weit. Geh's nochmal durch, da haben wir alles. Da gehen noch zwei. Nichts mehr, hier ist noch eine Falle. Okay. Müssen die Jungs mal Spinneier produzieren, statt rumzuhocken. Ah, halt, ich sehe sie aber nur rumhocken. Das macht einen echt fertig. Mana farmen. Das ist deine Aufgabe? Ach ja, genau, das hier. Also langsam muss ich aber halt darauf, ne? Es ist Zahltag. Naja. Wem's gefällt. Schon Rebellgrenze, da haben wir dann schon mal alles weg, was man finden könnte. Da oben ist so ein blaues Ding, da werden der Gegner die drin. Die Diener des chaotischen Bösen hatten einen Zugang zur Oberfläche, ja, entdeckt, verdammt, das der war scheinbar jetzt zu der Einhornfamilie führte. Ja. Dies war die Gelegenheit, ein paar Kindheitstraumata des chaotischen Bösen bezüglich My Little Unicorn zu beseitigen. Oh. Naja, ist halt jetzt das Problem, dass von da wieder irgendwelche Angriffe kommen werden. Das wollte ich dann doch eigentlich vermeiden. Jetzt geh ich's mal. Hier wieder niemand. Die Diener des chaotischen Bösen hatten einen Scheiße. Zugang zur Oberfläche Ach, wieder zu viel. Entdeckt.
Offenbar führte dieser ganz in die Nähe des Baums des Lebens. Zeit, den Bonsai zu trimmen. Ah, das Kind, was kann. Bonsai, Alter. Aber... Nur so zum Sichergehen. Ich kann einfach die Truppen da. Ja, und da sind sie auch schon, die Arschgeigen. Kannst schon wieder vergessen alles. Na, komm. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich weiß, danke für die Info. Die nutzlose Info. Haut mal die Greifen weg. Und dann geht's zurück. Oh, ein Elementar. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, kannst direkt wieder abbrechen, den Angriff. Sollen sie euch folgen, ist mir egal. Schaffen sie sowieso nicht. Mein Gott, manchmal ist es schon echt frustrierend. Jetzt, Kinder, viel zu tun. Warum kann man den nicht vergrößern? Oh, die Mauer gefällt mir aber gar nicht. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Es fiel gleich wieder. Bücher gibt es jetzt mal keine, oder was? Schau mal. Wir müssen echt noch ein bisschen weiter forschen, die sind echt so noch zu schwach. Alter. Könnt ihr auch was anderes? Was gibt's denn da noch? Posten. Das ist alles, was es bringt. Naja.
brauche ich erstmal. Besser als nichts zu haben. Nein, den abbauen. Finger weg, habe ich gesagt. Wieso wird dieser Ort eigentlich explizit angegeben und der andere nicht? Sind doch beide gleich. Ich muss das Upgrade langsam mal freischalten. So, weitermachen, habe ich das ganze Gebiet ausgegraben, bevor dieses Let's Play vorbei ist. Erste Runde war schon kurz und hier wird's ewig lang. Zweifelsfall muss ich echt eine Pause einlegen, sonst ist die wieder zu lang und spinnt rum. Hatte ich schon beim letzten Mal das Problem. Das hier brauche ich. Produktivität und so, habe ich mal gehört. Falls ihr wollt, wisst, was das ist. Scheiße. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Tam, tam, tiram, titam. Ja, erforschen wir es mal. Vielleicht bringt es ja was. Irgendwann mal. Ich nehme Gold. Oh, es ist schon richtig teuer. Nehmen wir es einfach mal mit. Gucken wir mal, vielleicht kommt ja was Sinnvolles dabei raus. Ja, der war gut, gell? Ja, der ist eine Schatzgruppe. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Kümmere ich mich jetzt mal um. Heilen der Einheiten, das dauert jedes Mal zu lange und kostet mich einen Haufen Zeit und alles. Tod von oben, Jungs. So läuft das. Wo wollt ihr hin? Da ist die Kammer. Könnt ihr benutzen. So. Steht wieder eine sinnlose in der Gegend rum, anstatt Mana zu produzieren. Das kann man natürlich auch machen. Sollte man aber nicht, aber könnte man. Das ist teuer. Na los, probieren wir es nochmal. Dass sie sich nicht heilen können, stört mich dann schon ein bisschen. Vielleicht finden wir jetzt endlich ein paar Bücher. Wäre langsam hilfreich. Wir sind wenigstens noch verletzt. Das ist doch schon mal gut.
Nein, 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 nein. Ganz toll gemacht. Und schon einmal eine Einheit verloren. Danke. Vielen verdammt nochmal Dank. Ihr Bauernesel. Was? Die Spinne hat jetzt echt das Teil getötet. Und zwar so schnell. Der mich verarschen eigentlich. Zahltag. Ach. Aber die Spinne ist auch wieder feindlich für mich. Egal. Nehmen wir. Alles ausgegraben. Nein, 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 nein. Wo war denn jetzt die Schatzkammer? Da. So. Auf geht's. Da ist die Schatzkammer. Auf geht's. So, ich würde aber trotzdem gerne bei den Zwergen hinterher graben. Jetzt wieder gefunden. Nix, nur ein Leerraum. Krieg ich jetzt mal Herzstillstand. Naja, doch, das muss schon schneller gehen, dann müssen wir das deaktivieren. Sonst sind sie permanent davon abgelenkt. Euer Dungeon ist voller Joghurt. Alter, halt's Maul. Joghurt? Was soll denn das? Da ist ja überhaupt kein Joghurt. Ach so, ah, das muss eine von diesen lustigen Anspielungen sein, von denen immer die Rede ist. Eine lustige Anspielung. Oh, ich weiß, irgendwo kam es her, aber ich habe keine Ahnung. Also entweder das ist Spaceballs oder... Aber das andere kann nicht sein. Aber Spaceballs hätte es... würde jetzt keinen Kontext mehr geben. Spaceballs ist ja... nix voller Joghurt gewesen, da hieß der Typ ja nur so. Ey, ist immer schlimm, wenn ich alle Anspielungen verstehe. Fühlt man sich ja letztlich voll Idiot. Also jetzt finde ich diese Kackzwerge, die müssen hier doch irgendwo sein, da bestimmt. Da oben ist doch ein Raum. Dieser kleine Grafikfehler hier verrät's wohl gerade. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich war so eine Klappe. Boing, 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 boing. Das klappt eigentlich ganz gut hier. Ding, 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 ding. Die haben nicht mehr meinen Heiler dabei. Jungs, was ist los? Was war? Ich hab den unterwegs vergessen. Und ausgeknirpst. Gut gemacht. Vollgas, Mädels, komm. Zu tun, dann kann man da ja mal schauen. Ein bisschen Aufsieg gerade.
sein, also solange ich da oben unterwegs bin, sollen die mal die beiden Dinger abbauen. Alter, manchmal frage ich mich echt, ob die Steuerung einfach nur behindert ist. Aber nur manchmal. Ein bisschen aufpassen, dass ihr da angreift. Wir müssen erstmal unser Gebiet ein bisschen erweitern. Dazu muss ich die Bossviecher finden, die hier rumstehen. Diese da zum Beispiel. Kütet die mal in unser Gebiet rein. Das chaotische Böse erblickte zum ersten Mal den Baum des Lebens und war erleichtert, dass es sich nicht um einen 140-Minuten-Film über eine zerrüttete Familie handelte, sondern um einen tatsächlichen Baum. Holzgewächse waren weitaus einfacher aus der Welt zu schaffen als Medienerzeugnisse. Ja, das ist schön. Los, komm jetzt. Die Spinne hat das Teil in Sekunden umgebracht. Okay, die wehren sich gar nicht. Zahltag. Nein, angreifen kann. Was ist das? Jetzt muss ich mich echt zurückziehen, die Träger greifen mein Gebiet an. Der Thronsaal wird angegriffen! Nein, wird er nicht. Motiviert. Oh, da ist ein Dungeon im Dungeon. Was? Du, herkommen. Aufklärungsmodus. Zwerge waren üblicherweise besser durchorganisiert als ein preußisches Heer. Einzelne Zwerge würden hier nicht ohne einen Minenvorsteher arbeiten. Das bürokratiehassende Böse würde den Vorsteher beseitigen und so die Zwerge ins Chaos stürzen, bevor sie in die Schlacht um die Elfenstadt eingreifen könnten. Machen wir das zuerst. In unserem Geschiss. Ja, okay, lass. Ja, super. Nee, vergiss es, Rückzug. Muss man als nächstes machen, nach dem Baum oder so. So, dass ich jetzt für diese Viecher auch nicht wirklich was hab. Dann gucken wir doch mal, ob ich, wie es bei den Einhörnern aussieht. Die nächste Idiotentruppe. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
wir gleich. Den schafft ihr doch, oder? Noch immer grünte es so grün, wenn des Baums des Lebens Blüten blühen. Das chaotische Böse hatte anscheinend Besseres zu tun. Da! Da sind sie! Da sind sie! Und sie gehören mir! Mir allein! Ich meine natürlich dem chaotischen Bösen. Die Einhörner gehörten dem chaotischen Bösen. Und es musste sie noch nicht einmal ins Meer treiben, um sich an ihnen zu ergötzen. Ein wenig Prügel würde reichen. Okay, die Einhörner sind leichter zu knacken. Okay, dann machen wir halt die Einhörner zuerst. Ist ja egal, ich dachte, die wehren sich so fett und wären magische Monster. Ich hatte beim letzten Mal eigentlich das Gefühl, das wäre genauso der Fall. Wir haben keine Energie, nur die hier. Na ja, komm. Das letzte Einhorn ging zu Boden. Und der rote Stier rannte dicht hinter ihnen und verwischte die Spuren. Oh, entschuldigt, da bin ich wohl irgendwie, vom Thema abgekommen, ja. Das chaotische Böse und seine flammende Legion hatte die Einhörner vernichtet. Diese an Bosheit kaum zu überbietende Tat inspirierte die Legion und schon bald hatten sie Pläne für neue und bessere Räume. Das chaotische Böse machte sich eiligst daran, seinen Thronsaal zu verbessern, um von diesen Dingen zu profitieren. Bessere Kreaturen werden mal nicht schlecht. Es ist Zahltag. Das ist tatsächlich abgetrennt. Da muss ich mir das Wesen keine Sorgen machen. So. Naja, ich sehe halt nur keine Räume. Oder sind die hier irgendwo mit drin? Oh, da ist wieder zugekommen, okay. Räume hier. So eine Art Trainingsraum dabei. Naja. Vorstehen, vielleicht direkt mal das. Und das. Vollgas. Ein Rattennest wurde angegraben.
So, diese Seite schon geklärt. Naja. Jetzt grabt jetzt mal den Rest aus. Dann sehen wir, was wir brauchen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich weiß. Sie lassen nach, wir schicken keine Heiler mehr mit. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Oh. Helden oder das? Ja, Helden. Relativ gesehen. Fällt mir gerade ein. Auf geht's. Tun sie aber nicht. Forscht einfach alles durch. Kriegen wir schon. Ja, gut, ja, Zeit. Hat ja lange genug gehalten, tatsächlich. Noch genug anderes zu tun hier. Ein paar müssen auch noch geheilt werden. Da kommt rein, da werden dann wohl auch wieder Zwerge versteckt sein. Sollten die eigentlich gerade erforscht haben? Ach, sind noch nicht fertig. Ah, sie haben noch am Heilen Sinn. Noch immer hatte das chaotische Böse den Baum des Lebens nicht gefällt. Wahrscheinlich sah es den Baum vor lauter Wäldern nicht. Hä? Nein, das liegt wohl eher daran, dass da ziemlich fette Gegner drin hocken, die ich nicht einfach so wegmatzen kann. Brauche ich erst ein bisschen erhöhte Feuerkraft, Diggerchen. Mach mal hier keinen Stress. Oh. Sieht denn jetzt hier eigentlich aus mit der... Der sollte das eigentlich tun, aber es passiert hier nichts. Wenn ihr endlich mal den Mana-Schrein erforschen würdet, dann könnt ihr ihn hier drunter setzen. Boom! Und schon könnt ihr alle dran arbeiten. Yes! It's a kind of magic. Nee. Und so weiter. Ich höre ja schon auf zu singen. Ja, ich hätte gerne eine, die zurückschlägt. Ja.
einer Stunde rum hier, ne? Kann es bei einer halb sein mit dem anderen. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Spinnennest. Zwei Stück. Eine sogar bloß. Das ist sehr unauffällig gefühlt hier. Oh, ja, endlich. Unendliche Ader gefunden. Ausgraben. Dalli. Oder? Ach nein. Doch wieder bloß ein Kristall. Hat sich früh gefreut. Na, finden wir schon noch was gerade aus. Das ist ja noch so ein Ding. Ach Gott, Leute. Wie viel Mana soll ich denn heute produzieren? Irgendwas mitteilen? Hab ich irgendwas verpasst? Ach Gott. Sag mal, forscht hier überhaupt jemand? Nein? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jetzt wären die nie fertig mit Forschen, die ständig angreifen müssen. Ich muss die Halle immer wieder forschen lassen, weil die Zeit reduziert. Nehmen kann man nicht. Und das Heilungsding auch. Immer. Hab ich noch nicht gemacht, okay. Räume hier. Und die zwei Sinn weiß auch wieder keiner. Nicht mehr viel kommen. Ja, das ist schon der Rand, da ist nichts mehr. Hier fehlt aber ein Gang rein. Eindeutig. Sag mal, Jungs, ist das in euer Scheiß Ernst oder sowas? Oder? Es ist Zahltag. Wenn ich für euch, wenn ihr so weitermacht. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Thank you.
machen. Wie lange wollten ihr jetzt noch dafür brauchen? Da und da, auf der Stelle. Jetzt platzt mir bald der Kragen hier. Mai, mai, mai. Ah, nein, weitermachen. Entschuldigung. Nein. Du. Noch eins reingehen, yes. Der Baum des Lebens stand noch immer da, unangetastet und in ragender Pracht. Das chaotische Böse vertrieb sich die Zeit wohl lieber damit, Sinnsprüche zu verinnerlichen, wie ja. Zum Beispiel: Es ist nirgendwo Unsterblichkeit sonst, nur in der Liebe eines Baumes. Junge, red keinen Scheiß. Lass mich doch erstmal da hinkommen. Oh, jetzt hab ich das Falsche gebaut, ich Idiot. Verdient, Trottel. Das hier brauchen wir doch. Und es muss doch hier noch eine fette Ader geben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jungs, würde ich das nicht irgendwann langweilig? Die nichts anderes zu tun? Müsst ihr nicht arbeiten? Oh, jetzt haben sie aber aufgedreht. Oh, jetzt kommen sie mit Feuerkraft. Stecken ein bisschen mehr ein, wie diese Idioten, die sie sonst immer haben. Ja, passt doch. Jawohl, da ist er. Na, endlich. Danach haben wir doch gesucht. Habe ich das ganze Ding ausgegraben? Dann kann ich den Rest auch noch ausgraben. Alter, müsste mal ein bisschen verschönern hier, ne? Habe ich jetzt endlich mal meine Räume. Yay. Fortschritt. Wo ist denn schön Platz dafür? Ich will den Raum gleich gescheit ausbauen können. Nein. Vielleicht es ist Zahltag. Hier. Hier ist Platz dafür. Überblick mehr, wie mein Dungeon aussieht. Ich finde schon meinen Kram nicht wieder. Ich muss ihn komplett abreißen, zuschütten und nochmal komplett neu aufbauen. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie der aussieht. Eitelkeit und so, ne?
waren sie doch fix unterwegs. Na? Das schon mal durch. Ja, brauche ich ja den Gold allerdings nicht großartig angreifen. Man kann die da mal noch abgraben, aber man muss die anderen jetzt nicht mehr abbauen dafür. So, dann läuft das mal gescheit. So. Könnte gleich passieren, dass der Boden einbricht und alles hier runterkommt, weil keine Halterung mehr nach oben besteht. Ding denn überhaupt hinbauen? Ist das jetzt ein Raum oder eine Erweiterung für den anderen Raum? Müsste das hier... Nee, hä? Also sollen wir das erforschen, wo finde ich es jetzt? So, das wäre dazu jetzt, okay. So, was haben wir denn da jetzt groß Bösen? Ist auch mal eine tolle Erklärung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich weiß. Haltet alle die Klappe. Das auch noch. Euer Dungeon wird angegriffen. Oh, oh, oh.
Da habe ich wohl ein wenig vorgegriffen. Keine Angst, alles ist gut. Ihr müsst keine weiteren Verteidigungsanlagen errichten. Genau. Zahltag. Ich hasse euch alle. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Eben haben sie sich nicht gewehrt. Wie sie sich wehren. Ins Außengebiet locken, bitte. Teile stecken ganz schön viel ein. Der nächste Idioten. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Gerade wo ich am Heilen bin. Aber der sieht ja recht fit aus. Heilen geht ja jetzt alles richtig schnell mittlerweile.
mal nicht schlecht, dass man das tote Gesindel mal irgendwie nützlich verwerten könnte. Zahltag. Das war doch eben erst. Das macht einen verrückt, Alter. Du forschst erst fertig, bevor du irgendwo hingehst. Mei. Es kann alles schneller gehen, Jungs. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Truppenausbildung. Dazu brauche ich Diener, habe ich gelesen. Muss ich mir da einen holen. Den da reinschmeißen. Hier nehmen wir die Büste, das bist du. Und hacken die da rein. Nehmen wir gleich den nächsten Diener. Schmeißen den da rein. Nehmen wir uns hier den höchsten, das ist dieser hier. Arbeiten erstmal. Fahre ich hier, wie lange das dauert? Ah, dort. Das reicht. Und dann noch zwei davon setzen. Und dann passt das. Oh, das ging jetzt zügig. Wenn sie ja richtig dauerhaft dran arbeiten können, dann geht das schon recht schnell. Was ist deine Aufgabe gerade eigentlich?
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So sag ich ein Hobby. Nietze. Okay, kann man nicht abbrechen. Zahltag. Zweimal noch und dann legen wir los. Okay. Wenn es glücklich macht. So. Jetzt legen wir aber los. Wir nehmen alle mit.
machen wir kurz Pause. Und dann kann es nämlich schon weitergehen. Ich bin jetzt gar nicht so genervt wie sonst, wenn ich mir sonst so viel Zeit lasse. Da ist schon der andere, glaube ich. Ja, genau. Den wir zuerst angreifen. Zuerst ködern. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ihr werdet lästig, Jungs. Abwehr, Wölfe, Tiere, Döner. Keine Ahnung. Das ultimative Böse schaffte es, den Baum des Lebens zu zerstören. Im Gegensatz zu seinem Kumpel Archimon, der sich damals von ein paar Leuchtkugeln hatte besiegen lassen. Schwächling. Wie auch immer. Bär? Als der Baum des Lebens starb, tötete das den Wald um ihn herum ebenfalls. Durch die sterbenden Bäume eröffneten sich neue, ungeahnte Wege. Möglicherweise würde die flammende Legion so in die Stadt gelangen. Ach ja, als netter Nebeneffekt inspirierte diese böse Tat abermals die Kreaturen des chaotischen Bösen. Sogleich verbesserte es seinen Thronsaal. True story. So, dann machen wir hier erstmal Pause. Bevor dieses Ding wieder ewig lang wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich denke mal, dieses Mal etwas früher. Hab ich schon mal versprochen, oder? Ah, egal. Und tschüss.